Hallo und herzlich willkommen bei der ersten offiziellen Folge von Chris Thailand. Ja, ich habe erst vor ungefähr einer Stunde mein Vorstellungsvideo hochgeladen und ich dachte mir, ich feuer jetzt direkt einfach das nächste Video hinterher und gehe mit euch einfach mal die heutigen News von den bekannten Thailand-News-Pages durch und ja, wir reden einfach mal darüber. Ich habe mir schon ein paar Seiten vorbereitet, ganz bekannt natürlich der Farang. Thailand-Tipp-Info und den Wochenblitz. Auch habe ich mir schon mal aufgemacht, hier das Auswärtige Amt bzw. bangkokdiplo.de. Und wir gehen einfach mal durch, was es heute so am 26.04.2020 Neues gibt. Denn uns alle interessiert natürlich, wann kann man endlich wieder nach Thailand reisen? Das ist die Frage. Darauf gibt es natürlich noch keine Antworten. Niemand weiß, wer überhaupt irgendwo großartig die nächste Zeit hinreisen kann. Und wir fangen einfach mal beim Verlangen an und schauen mal, was der so zu diesem Thema oder in die Richtung berichtet bezüglich Reisen und Fliegen. Billig Airlines bedienen ab 1. Mai Inlandsstrecken. Bangkok. Die beiden Billig Airlines, Thai Air Asia und Thai Lion Air, nehmen ab 1. Mai ihre Inlandsflüge wieder auf. Ja. Ihr könnt euch daran erinnern, als das Ganze mit den Shutdowns da und alles losging, war es für viele schwierig, in ihre Heimat, Dörfer, Städte wiederzukommen, da auch der Busverkehr, ja, quasi zum Erliegen kam. Und ja, jetzt geht der Flugverkehr wieder, läuft wieder ein bisschen an, auch von der Verlangen. Hat jetzt nicht unbedingt was mit Fliegen zu tun, aber von A nach B kommen. Einhaltung sozialer Distanz im Bad Bus. Ja, da wurden jeder von euch, es wurde die meisten oder viele von euch, wie auch immer, sind ja schon mal vielleicht mit einem Badbus gefahren, mit einem Badtaxi. Und da sind halt die Bänke und da sitzt da halt einer neben dem anderen. Jetzt wurden dort ja, so kleine Markierungen auf die Bank gemacht, dass so ein gewisser Abstand zwischen den Leuten ist. Ja, ist ganz gut, ne? Allerdings ist jetzt sowieso gerade wenig los. Von daher, ich befürchte, da ist eh gerade nicht viel mit Platz voll irgendwas, behaupte ich mal. So, dann gehen wir mal zu Thailand-Tipp-Info. Restaurants, Salons, Cafés und Sport. Einige Einschränkungen könnten ab Montag aufgehoben werden. Das hat wohl Daily News berichtet, beziehungsweise ja, berichtet und spekulieren, dass ab eventuell Montag gewisse Lockerungen wieder stattfinden können. Dies soll wohl laut Daily News Restaurants betreffen, Salons, Cafés, Garküchen und Sport sowie einige andere Einschränkungen am Montag aufgehoben werden könnten. Ja, schauen wir mal, was dann am Montag dabei rumkommt. Wir bleiben dran. So, dann gehen wir mal zum Wochenblitz. In Pattaya wird wohl derzeit über Lockerungen der Einschränkungen, auch der Reiseeinschränkungen, diskutiert. In der Provinz sind derzeit 86 registrierte Fälle, darunter 31 in Pattaya, von denen 16 Ausländer waren. Ein russischer und ein französischer Staatsbürger sind gestorben. Heute findet ein Treffen statt, also es war schon gestern, um zu erörtern, was zu tun ist, nachdem bis Ende April Beschränkungen eingeführt wurden. Was haben wir noch? Hier auch vom Wochenblitz. Erster Verkaufsautomat für medizinische Masken aufgestellt. Während des Mangels an medizinischen Masken in Thailand ist derzeit in der Provinz Samut Prakan ein Verkaufsautomat. Die Maschine verkauft medizinische Einwegmasken für 100 Baht pro Packung, bestehend aus 10 Masken. Quelle Nation. Ja, also wie ihr seht, überall tut sich was. Solche News liest man auch teilweise, wenn man deutsche Nachrichtenseiten öffnet. Es passiert viel, es sind immer noch viele Fragen offen. Auch wir haben natürlich jetzt hier keine Antwort gefunden, wann darf man wieder nach Thailand reisen, wann können wir wieder Urlaub machen. Dann habe ich hier nochmal einen Auszug von der bangkokdiplo.de Seite. Dort steht Einreise nach Thailand.
Am 25. März 2020 hat die thailändische Regierung die Einreise auf dem Luft-, Land- und Seeweg für ausländische Reisende mit wenigen Ausnahmen untersagt. Eine Einreise nach Thailand ist damit derzeitlich grundsätzlich nicht möglich. Ausgenommen sind unter anderem Ausländer, die im Besitz einer gültigen thailändischen Arbeitserlaubnis sind, Diplomaten und Mitarbeiter internationaler Organisationen sowie deren Familienangehörigen, Piloten und Crewmitglieder. Diese müssen einen Gesundheitsnachweis vorlegen, Fit-to-Fly-Bescheinigung, und diese darf nicht älter als 72 Stunden sein. Diese Regelung gilt seit dem 1.4. auch für Transitreisen und Transferreisen innerhalb Thailands. Zudem müssen Reisende sich Maßnahmen der Regierung, beispielsweise Quarantäne, verpflichtend unterziehen. Es muss damit gerechnet werden, dass sich die Einreise- und Transitbestimmungen für Thailand kurzfristig und ohne Vorankündigungen ändern können. Wenden Sie sich bitte an die zuständigen thailändischen Behörden. Ja, Antworten gibt es, wie gesagt, halt noch nicht. Ich bin jetzt erstmal einmal mit euch hier alles durchgegangen, ein paar Nachrichten bezüglich, was so in Thailand los ist. Wenn euch dieses Format gefällt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil ich das gerne regelmäßiger machen würde. Natürlich nur, wenn es euch auch zusagt und euch gefällt, dann lasst bitte ein Like da, abonniert den Kanal. Die Links für die einzelnen Artikel, die ich gerade teilweise vorgelesen habe, packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem ersten offiziellen Video, und ich sage einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.